Herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Okay, hier liegt nichts. Da hinten liegt noch was. Hab ich gesehen? Ah ja, genau, das ist Revolver-Munition. Davon haben wir, glaube ich, genug. Hier können wir nochmal nachladen. Ich glaube, die würde ich auch erstmal lieber nehmen als die Leuchtpistole. Die können wir uns noch aufheben. Und wie viele Blendgranaten haben wir dabei? 9 Blendgranaten. Das ist ja Wahnsinn. Okay, noch mehr Leuchtmunition. Wir scheinen sie zu brauchen. Ich habe Angst. Warum haben wir das jetzt gemacht? Auf jeden Fall ist unsere schöne, sichere Lampe durchgebrannt. Mhm. Bin noch nicht so ganz sicher, was wir jetzt hier eigentlich wollen. Will ich hin? Da hinten will ich. Ach nö. Ja. Es kann auch nicht viel schlimmer werden als der Mähdrescher. Aber auch nicht besser. Eigentlich ist es der Mähdrescher-Kampf nur mit einem anderen Auto. Na okay, aber er ist wesentlich angenehmer. Nein! Ach, ich hatte ja den ausgerüstet. Wie blöd. Das hat jetzt natürlich... Das hat jetzt natürlich gekostet. So, dann machen wir uns den Weg frei. Das heißt, da können wir doch bestimmt wieder mit dem Autoladen fahren. Aber das hat jetzt eine richtig wichtige Leuchtpistolenmunition gekostet. Das ist natürlich bitter. Das ist richtig bitter. Steigen wir eben aus, dass wir jetzt hier den Safe-Punkt kriegen. Ich glaube, das Zeug liegt hier nicht mehr rum. Oder? Nee. Nur wieder neues Auto. Aber da geht ja auch das hier eigentlich noch. Ich glaube, da müssen wir jetzt gerade nicht wechseln. Gut, aber das war jetzt erstaunlich einfach, der Kampf. Ich weiß nicht, hatte ich mich letztes Mal gegen den Mähdrescher so schlecht angestellt? Oder ist das jetzt ja einfach einfacher geworden? Haben Sie gemerkt, dass das nichts? Okay, das war jetzt entspannt. Da können wir nochmal Muni kriegen. Nehmen wir mit. Und hier werden wir jetzt wahrscheinlich zu Fuß weiter müssen. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. So, wir haben zum Glück noch eine Kiste gefunden und haben unsere Leuchtpistolenmunition zumindest wiederbekommen. Ärgert mich immer noch, dass ich die so verdattelt habe. Follow. Ja, okay. Da haben wir schon mal heftige Kämpfe gehabt. Okay, Batterien, das ist gut. Also noch zum Runterspringen.
Okay. Puh, du, 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 du. Naja. Es geht hier doch gleich wieder ab, oder? Ah, hier sind Strahler. Und Munition. Heftige Munition. Ja, Gun. Oh. Jagdgewehr können wir danach wieder wechseln. Macht ihr schon mal an? Weiß, was gleich passiert? Ich werde sie dir niemals geben. Okay. Ich glaube, wir müssen hier mal eben raus. Die Frage, müssen wir jetzt hier wieder einen Angriff überleben? Wahrscheinlich, oder? Bleib bloß an. Okay, das war schon mal ganz gut. Sehr gut. Kettensägenmann haben wir erledigt. War's das jetzt? Dann würde ich nämlich jetzt wieder zum Jagdgewehr wechseln, wenn das noch irgendwo da ist. Wahrscheinlich nicht. Ich bin's nochmal hier drin. Da ist nämlich Zeug, das würde ich schon gerne mitnehmen. Vor allem, wenn es Batterien sind. Jetzt richtig viel Zeug. Schrotflinte. Ja, da haben wir doch viel Muni für gesammelt. Nee, haben wir nicht. Jagdgewehr. Wir bleiben jetzt beim Jagdgewehr. Das finde ich an sich sowieso die schönere Waffe. Wir haben da einen großen Scheinwerfer. Wir brauchen das hier. Mist. Ja, man soll ja wahrscheinlich den großen Scheinwerfer benutzen. Schaffen das auch so. Da werde ich wahrscheinlich direkt hingehen müssen. Den jetzt noch benutzen. Shit. Ich glaube, wir benutzen mal das hier. Hallo? Danke. Ja, ist klar. Holy moly. Ich glaube, das haben wir jetzt soweit gemeistert. Hey, ich hätte keinen Kontrollpunkt. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen.
Weil ich jetzt diesen Scheinwerfer auch kaum benutzt habe. Aber gut, dass wir so viele Blitzgranaten haben. Also ohne die wäre das jetzt am Ende auch echt nicht gut gegangen. Aber nur ein bisschen krass. Er braucht immer ewig lange, um die zu werfen. Und dann braucht es auch noch mal eine Zeit lang, bis sie dann zünden. Hier hoch. Nicht danach aus. Das hier könnte ein Ausgang sein. Überrascht mich so ein bisschen, dass sie das hier nicht im, so eine Mechanik nicht im Bergwerk benutzt haben. Ich glaube nicht. So. In der Ferne sah ich den Mirror Peak. Dort war der Cauldron Lake. Ja, das dauert ja noch eine Weile, bis wir da sind. Das dauert ja noch ein bisschen. So, was haben wir hier schönes? Leuchtpistolen-Munition. 7 Schuss haben wir jetzt dafür. Wahnsinn. Oh, das sieht nach einer Minenfahrt aus. So einer Minenfahrt aus. Das ist ja auch schön. Das ist weniger schön. Okay, dann halte ich mal gut fest. Die Frage ist, wie viel müssen wir davon erledigen? Das sicherste wäre natürlich jetzt einfach, die immer zu benutzen. Natürlich. Okay, Kontrollpunkt erreicht. Wir können hier nochmal klettern. Lohnt sich das? Bitte lohnt sich. Nee, noch nicht. Da ist nichts, was blinkt und glitzert. Deswegen gehen wir wieder runter und gehen erstmal ins Licht. Aber den Kontrollpunkt haben wir ja, glaube ich, schon. Da haben wir noch einen Kontrollpunkt. Okay. Dann lohnt sich das vielleicht doch. Aber will ich zu den Vögeln? Tja, das ist die Frage, ne? Okay, das war verschenkt. Das darf ich nicht zu verschwenderisch damit sein. Ich frage mich, was der Unterschied ist zwischen unten lang gehen und oben lang gehen. Wenn hier tatsächlich mal eine Wahl, das Spiel ist auch so linear. Oh, das war knapp. In dem Moment so gedacht, muss ja. Irgendwas muss da ja. Muss ja runtergehen. Und so. War ich jetzt zu früh. Ich möchte jetzt eigentlich keine weitere. Verschwenden. Sparen. Wir müssen sparen. Okay, hier ist halt so eine Kanne. Nicht, geht das da sonst da unten weiter? Nee, das geht doch. Oh. Nein! Ah. Ich wollte doch so eine hier benutzen. So. Okay, noch mehr Vögel. Und auf dem Boden ist ja auch wieder dieses Zeug. Das ist schon wieder so schwummerig hier. Klingt schon wieder nach Spaß. So, jetzt habe ich es aber gesehen hier. Ich fürchte, die müssen wir besiegen, ne?
Schmeiß doch nicht rum hier. Oder heilen die sich? Heilen die sich? Irgendwie läuft das hier gerade nicht so ideal. So, weg damit. Jetzt könnten wir langsam mal wieder ein bisschen Muni gebrauchen. So. Ein Jahr. Ja, sowas. Nee, sowas. Ist das wieder voll? Ich hätte natürlich auch noch mal ganz gerne so Gewehrmunition. Okay, Kontrollpunkt. Aber noch ist zu früh, um die Folge zu beenden. Vielleicht komme ich hier nicht raus. Das ist für mich tatsächlich irgendwie so ein Spiel, das kann ich auch nicht so ewig lange am Stück spielen. Wobei mich das langsam jetzt schon interessiert, wie das hier endet. Und wir kommen recht gut durch. Also, wir kommen sehr gut durch. Dafür, dass es jetzt wahrscheinlich aufs Finale bald zugeht. Und hier nochmal alle Gegnertypen ausgepackt werden. Aber jetzt sind wir im Wald. Okay. Okay, es regnet Autos. Ich glaube, da können wir uns mal so ein hier. Wo ist er denn? Hier wahrscheinlich auch wieder nicht zu sehr mit Kämpfen aufhalten. Ach, du grüne Neune. Shit. Ja. Da hat man keine Chance. Also diese Generatoren sind zwar nett gemeint, aber es ist unmöglich, die zu machen. Das ist einfach unmöglich. Bin natürlich auch die mal wieder benutzen. Das Gute kommt von oben. Na, da kommt er. Das sind tatsächlich zwei. Nee, das sieht nur so aus. Da ist er. Mir ist egal, ich nutze den jetzt. So. Da kommt er von hinten. Dachte ich. So. Tch. Die sind einfach zu schnell für mich. So, einen Versuch machen wir noch. Ansonsten. Dann in der nächsten Folge nochmal. Kriegen hier aber natürlich auch wieder nur Revolvermunition gegen die. Könnten natürlich Leuchtpistole benutzen. Vielleicht machen wir das sogar.
volle Kanne jetzt. Die haben wir noch übrig. Die hätte man wahrscheinlich gegen die Vögel einsetzen sollen. Können wir sie auch jetzt raushauen. Das hat er nicht getroffen. Die Frage, trifft man mit der Leuchtpistole? Ne? Trifft man. Nachladen. So, wo ist denn jetzt der Typ? Da ist er. Ausweichen. So. Jetzt können wir hier vielleicht das Licht anmachen. Mist. Yes. Kontrollpunkt erreicht. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.